Himmel oder Hölle, Leben nach dem Tod. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auf der neuen Erde wird es immer hell sein, weil Gott selbst uns leuchtet. Hör mal, es ist gewaltig. Es steht im Jesaja Kapitel 60, Vers 19. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage. Und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Halleluja! Es wird immer hell sein. Gott selbst wird uns leuchten. Du hast keine Probleme mehr mit, wenn hier die Sonne so stark scheint, ne, Lichtschutzfaktor 50, Verbrennungsgefahr, Ozonloch, Krebsgefahr, gibt's alles nicht mehr. Es wird das herrlichste, strahlendste, wunderbarste Licht sein, was Gott auf uns scheinen lassen wird. Halleluja! Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, was noch in der Bibel steht? Wir werden Jesus gleich sein. Im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2 steht: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Wir werden Jesus gleich sein. Unfassbar. Unfassbar. Ja, wir werden auf der neuen Erde sogar zusammen mit Jesus regieren. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Ich glaube, deswegen sagt Jesus uns, wir sollen Schätze in den Himmel sammeln. Ich glaube, dass wir hier schon vorbereitet werden. Jetzt, wenn wir feste Sache machen mit Jesus, fängt eigentlich schon ein Stück weit die Ewigkeit für uns an. Es ist Vorbereitung für unsere Regierungszeit, für die neue Erde, auf der neuen Erde. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass Jesus an uns arbeiten darf, dass er uns umgestalten darf, dass wir unsere Talente entfalten, weil vielleicht, das sind jetzt meine Gedanken, ist das, was wir dort tun werden, auf der neuen Erde, gar nicht so weit entfernt von dem Talent, was Gott uns hier schon anvertraut hat. Ich glaube zum Beispiel, dass mein Mann Jürgen, der so wunderbare Klaviermusik machen kann, der wunderbar improvisieren kann, der für mich himmlische, göttliche Musik schon hier auf Erden macht, der dieses Talent von Gott schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Ich glaube, der wird auch im Himmel, der wird auch auf der neuen Erde wieder Musik machen. Ich glaube, er wird wieder Musiker sein. Und das, was er hier lernt, das, was ich hier lerne, das, was du hier lernst, hat schon eine Ewigkeitsbedeutung, verstehst du? Und deswegen sagt Jesus uns, sammelt Schätze in den Himmel, schaut in den Himmel. In dem, was wir hier tun, sollen wir in den Himmel schauen. Wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Was Gott hier vervollständigen kann, wo Jesus hier dran arbeiten kann, was Jesus hier ausbauen kann, das hat Ewigkeitscharakter. Das hat eine Ewigkeitsbedeutung. Sammelt Schätze in den Himmel. Matthäus 6, Vers 20. So, hier ist jetzt erst einmal Schluss. Aber nicht wirklich. Weil dieses Video, wie wird es im Himmel auf der neuen Erde sein, aus 6 Teilen besteht. Du findest die anderen Teile in der Playlist Himmel oder Hölle, Leben nach dem Tod auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C. Oder du kommst zu einem weiteren Teil über den Link, der am Ende dieses Videos eingeblendet oder im Text der Videobeschreibung genannt wird. In dieser Playlist erfährst du auch, wie genau du in den Himmel kommst. Und dort gibt es natürlich auch Videos zum Thema Hölle. Und zum Beispiel darüber, wie und wann Jesus wiederkommt. Schau einfach einmal auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C vorbei. Dort sind inzwischen über 350 Videos und Predigten zu ganz verschiedenen Glaubensthemen für dich bereitgestellt. Ich selbst bin vollzeitlich im Predigt- und Heilungsdienst
und in den Medien für Jesus unterwegs. Von Kirchen und Gemeinden bin ich unabhängig. Überkonfessionell ist meine Arbeit und ich bin auf Spenden angewiesen. Vielleicht magst du meinen Dienst, die Arbeit von Netzwerk C für Jesus Christus, auch unterstützen. Hab vielen Dank dafür.